Hallo, ich begrüße dich recht herzlich zum YouTube-Hop Balkonien 2020. Bei Urlaub auf Balkonien musste ich sofort an eine Blütenpracht denken und genau dieses Thema möchte ich im Art Journal festhalten. Diese Seite findet Platz im Aquarellbuch. Der Hintergrund wird mit Distress Oxid, Wasser und Aquarellfarben gestaltet. Für das Sichtfenster der Pop-up-Blume muss auch die nächste Seite eine freie Seite sein. Hier kommt Gesso zum Einsatz, welches ich am liebsten mit den Fingern auftrage. Auf das trockene Gesso wird nun eine Schicht mit einem Hintergrundstempel aufgetragen. Ich habe eine mega große Serviettensammlung und auch ein bisschen einen Tick, möchte man schon fast sagen, was Servietten betrifft. Deswegen verwende ich sie so oft und so gut es geht in meinen Bastelsachen, was mir ja beim Mixed-Media-Thema sehr gelegen kommt. Bei der Serviettentechnik kommt immer nur die oberste Schicht zum Einsatz. Bei größeren Motiven ist es oft leichter, von innen nach außen den Serviettenkleber anzubringen. Bevor es hier mit der Schablonentechnik weitergeht, muss der Serviettenkleber ganz gut trocken sein.
Bei der Hälfte des A4-Blatts, also circa bei 14, macht ihr euch eine Markierung auf beiden Seiten und zieht auch einen Strich von der rechten zur linken Seite wieder nur bis zur Hälfte des Blatts. Das wird unser Sichtfenster für unsere Pop-up-Blume. Den Kleber bitte so auftragen, damit er gut an den Rand geht, also dass der Rand sehr gut festgeklebt ist, damit dann danach das Sichtfenster sehr gut aufgeht und gut zur Geltung kommt. Ich verwende hier einfach ein leeres Blatt Papier zum Glattstreichen, also nochmal zum Niederbügeln von meinem Kleber, damit das alles gut hält und das Sichtfenster auch schön aufgeht. Auch die Innenseite vom Fenster wird gestaltet. Um nicht auf die erste Seite zu malen, decke ich mir diese mit dem weißen Blatt Papier ab. Damit das Video nicht zu langwierig ist, habe ich euch hier die einzelnen Trocknungsphasen rausgeschnitten. Ich habe dazwischen jeweils mit dem Föhn wie zu Beginn getrocknet und erst wenn die Gessoschicht ganz gut trocken ist, geht's weiter mit der Schablonentechnik. Nach diesem Arbeitsschritt kann das Art Journal mal zur Seite gelegt werden und es geht weiter mit der Pop-up-Blume, welche ich in einen separaten Teil aufgenommen habe. Für die Pop-up-Blume braucht ihr ein Papier in 10x10 cm, insgesamt 7 Stück, die ihr zusammenfaltet, wie ich im Video zeige. Das Papier soll nicht zu dick sein, also ein 80 Gramm Papier ist vollkommen ausreichend. Und umso so genauer ihr beim Falten vorgeht, umso schöner wird nachher eure Blüte aussehen. Wir kommen jetzt zum Blütenblatt. Wenn alle Dreiecke vorbereitet sind, könnt ihr das erste nehmen. Darauf achten, dass auf der linken Seite die zugemachte Seite ist. Mit Bleistift wird die Rundung vorgezeichnet und ausgeschnitten. Und das erste Blatt kann gleich als Schablone dienen für die weiteren Blätter. Die Blüte kann nun aufgefaltet werden. Wer auch die Mitte gestaltet haben will, der kann dies jetzt tun. Ansonsten geht es weiter im Arbeitsschritt, dass ein Blütenblatt weggeschnitten wird. Bitte hier sehr genau vorgehen, dass hier jetzt nichts Überschüssiges bleibt. Ich schneide hier auch nochmal nach. Und dann wird das eine Blütenblatt auf das andere draufgeklebt.
Bevor ich mir jetzt den Rand gestalte, gehe ich sicher, dass das Zusammengeklebte auch gut hält und nicht irgendwo Kleberrückstände zu sehen sind. Ich verwende hier Stempelfarbe, wo ich einfach über den Rand streiche, damit der ein bisschen einen dunkleren Farbton hat. Diese Arbeitsschritte werden auch bei den anderen Blüten umgesetzt. Zusammengeklebt wird in der Reihenfolge, die ihr im Video sehen könnt. Wichtig zu beachten, der Kleber darf nur bei der Umrandung, also nur am oberen Rand, angewendet werden. So, unsere Blüte ist jetzt fertig. Den Kleber gut trocknen lassen, bevor sie eingeklebt wird. Auch hier wird nur der obere Rand mit Kleber angestrichen. Und schon sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß bei der Umsetzung. Wenn du noch Fragen hast, dann bitte melde dich doch einfach. Für mehr Inspirationen zum Thema Mixed Media und Urlaub auf Balkonien, schau doch bitte auch bei meinen YouTube-Kollegen vorbei. Die Adresse findest du in meiner Beschreibung eingeblendet. Ansonsten wünsche ich dir viele schöne Stunden auf Balkonien und einen schönen sonnigen Sommer. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in dem ein oder anderen Video wiedersehen. Bis dahin, liebe kreative Grüße, eure Katharina.